So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Creative Server, My Test, Gedüngst, Geplay, Let's Play. Ja. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja, geändert hat sich an dem einen Tag nichts. Wie jetzt ganz seltsam, wenn man jetzt jeden Tag aufnimmt, dann gibt es auf einmal zu wenig zu erzählen. Aber umso besser. Dann können wir uns ein bisschen auf das Black konzentrieren. Ich hoffe, auch mit dem Auto stimmt alles. Ist eigentlich alles so, wie es gestern war. Sollte also alles passen. Denn gestern war gut. So tun nicht gedenkt haben, denken. So. Die Frage ist, was tun wir? Ich würde mal sagen, wir versuchen noch ein bisschen einfach komplett, ohne jetzt irgendwie Höhlen zu erkunden, einfach noch ein bisschen runter zu gehen, bis uns die Leitern ausgehen. So lange dürfte das ja nicht mehr dauern. Da hört auch schon direkt mein Rechner auf. Oh mein Gott, das Sender. Ich weiß auch gar nicht, wir wissen jetzt mal Minus 500 waren wir jetzt, glaube ich, ne? Ja, minus 520. Ach, Hermination, eigentlich, wie gesagt, spätestens ab jetzt finden wir ja auch Rainbow Ore. Wahrscheinlich das sogar häufiger jetzt als Mese. Woran auch immer das liegt, dass wir kein Mese finden, ich habe keine Ahnung. Ja, danke. Oh, noch ein bisschen Granit. Nicht das, was ich jetzt gewünscht habe, aber schön, dass wir zumindest mittlerweile so viel Granit haben. Haben wir überhaupt Holz dabei? Bevor ich jetzt hier was mache, was ich bereue, müsste natürlich in den Backpacks drin sein, ne? Ja, okay, wir haben noch genug Holz. Ich würde mal sagen, kurz, wir sind jetzt bei 500, bei 600. Ach Gott, ist schon irgendwie traurig. Na gut, wir machen mal ein paar Leiter, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie tief wir jetzt überhaupt noch buddeln, weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt absolut nichts finden sollten, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber dann habe ich auch keine Lust jetzt hier wirklich ein paar hundert Folgen die ganze Zeit nur zu buddeln. Das heißt, wir werden es ja wahrscheinlich auf mehrere Sessions so ein bisschen verteilen, ab und zu mal buddeln. Oh. Dann nochmal ab und zu mal buddeln, dann nochmal buddeln. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Ja, ist ja. Träumchen hier. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Ach komm, reicht das mal, damit wir noch ein paar Stöcke übrig haben. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt die Leitern, die wir haben. Die verbrauchen wir einmal und dann, wenn wir dann noch kein Mese gefunden haben, dann hören wir auch langsam mal auf. Dann können wir uns auch mal gucken, ein bisschen in die Breite zu bauen. Oh, richtig schön hier, ne? Eine richtig schöne Schicht aus geschichteten Schichten. Sehr gut. Das war es dann auch schon mit der Spitzhacke. Haben wir eigentlich mittlerweile ein paar Diamanten? Ne, wir haben noch gar nichts gefunden. Wir haben weder Diamanten noch Mese. Das ist doch ein Träumchen hier. Uiuiui. Na gut. Dann machen wir hier nochmal so. Und dann. Ich habe es ja gesagt. Wir werden definitiv auch noch stärker brauchen. Kommt wieder eine Höhle. Wie gesagt, wir gucken mal ganz kurz rein, ob es da rein zufällig, ob da bereits Mese vorhanden ist. Ansonsten buddeln wir einfach jetzt so lange, bis wir direkt beim Runterbuddeln auf Mese stoßen. In Hoffnung, dass das passiert. Und wenn nicht, Hutzeller, geh ich sterben. Ja, schon wieder nur Kohle, weder Eisen noch sonst irgendwas.
Sag mal, was ist denn hier los? Ich muss gerade echt zugeben, ich bin gerade ein bisschen total verwirrt. Weil wie gesagt, wir haben es ja letztens, ne? Wir haben ja letztens extra im Quellcode reingeguckt. Eigentlich müsste es ab minus 64 müsste es Mese geben. Aber wie wir sehen, sehen wir halt einfach gar nichts. Ist schon ein bisschen traurig. Naja, wir dafür haben wir jetzt noch ein bisschen Eisen. Nur Eisen bringt uns halt Home Decor technisch nicht allzu viel, weil damit können wir weder irgendwelche Mesekon-Geschichten bauen, noch die Computergeschichten. Für das brauchen wir halt alles Mese. Also wir müssen definitiv Mese finden. Sonst können wir die ganze Sache mit den Straßen bauen, schon mit Beleuchtung und allem drum und dran, können wir ansonsten komplett direkt in die Tonne treten. Nur 1:1 vergessen. So, jetzt habe ich hier nicht vergessen, meine Leitern noch anzubauen, damit ich hier nicht die Orientierung verliere. So, schon haben wir wieder die Hälfte der Leitern verbraucht. Naja, wie gesagt, die 60 brauche ich noch auf und dann Feierabend. Oh, so viel Eisen. Aber gut, wie gesagt, wir sind mittlerweile bei minus 512 und tiefer. Also, da ist es klar, dass es hier so viel Eisen ist. Gibt's. Umso trauriger ist es, dass wir, wie gesagt, noch nichts anderes gefunden haben. Und die nächste Spitzhacke ist tot. Jetzt klopfe ich schon wieder die ganze Zeit wieder in die Seiten rein, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Komm wieder einfach mal steil runter. Sonst dauert das Ganze noch länger. Ich bin schon mal gespannt, ob wir nochmal auf Lava treffen. Wassereimer haben wir ja dabei, also von daher sollte das eigentlich so auch kein Problem sein. Nur dann müssen wir uns nochmal durch Obsidian kämpfen. Mittlerweile müssten wir sogar Mithril finden. Oder wie das andere komische Ding da heißt. Oh, und wir haben mal. Ja, das Zeug müssen wir auch bald finden. Da weiß ich jetzt nicht, ab wann das Zeug eigentlich spawnt. Mithril, gute Frage. Naja, mal gucken. Aber wie gesagt, eigentlich bei minus 512, da müsste eigentlich alles da sein. Also. Mir ist nicht bekannt, dass es irgendwas gibt, was noch tiefer sitzt als. Ne? Was ist das jetzt hier? Neues Material. Granit. Oh mein Gott. Jetzt haben wir schon Marmor und Granit. Nice. Was können wir denn mit Granit machen? Granite. Granite. Ach, okay. Ist also bloß für Dekoration. Ja, gut. Aha. Hä? Woraus werden die gemacht? Achso, aus der Real. Ja, also das hier quasi zusägen. Gut, aber die Blöcke können wir nur verwenden, um daraus eine LV-Schleife. Ah, klar, Granitbeschichtung. Schleifmaschine, ja, das macht durchaus Sinn. Was bist du? Geothermitgenerator. Wäre vielleicht doch mal eine interessante Lösung, aber ich will eigentlich eher auf Solar setzen. Das Problem ist, Solar verbraucht halt, da brauchen wir auch wieder Mese. Ne? Von daher. Oh Gott. Gusseisenbarren. Kohlenstoffbarren. Was soll das jetzt ein Kohlenstoffbarren? Kohlenstoffstaub.
Kohlestaub und Schmiedeeisen. Alter, das ist doch bescheuert. Achso, Stahl sparen, können wir grinden, also zerkleinern, ne? Dann haben wir das Pulver. Ach, die können wir auch direkt daraus machen. Achso, die müssen wir auch grinden. Na gut. Aber hier gilt wieder, das Rohklumpen ist mehr wert als das Gebackene. Ist ja interessant. Das heißt, wir sollten hierfür echt auch nicht alles verbacken. Das Rohmaterial scheint gerade im Zusammenhang mit der Technik-Mod doch sinnvoll zu sein. Möchte ich ja mal fast sagen. Apropos sinnvoll, ich leere mir hier mal kurz ein bisschen meine Tasche aus. Ist ja hier schon wieder Träumchen. Ja, das heißt, Granit, wenn wir erstmal nicht so viel gebrauchen, heißt also das, was hier im Weg ist, nehmen wir dann natürlich mit, klar. Aber ich werde jetzt nicht in die Seiten baggern. Das haben wir soweit nicht nötig. Und ich werde auch, habe ich mal überlegt, außerhalb des Let's Plays, ob ich das heute direkt mache, keine Ahnung. Ich meine, die Folge jetzt kommt sowieso erst in 3 Wochen für euch. Ist ja Delay von 3 Wochen hier. Ich werde vielleicht mal den gesamten Trakt hier auch nach unten hin protecten. Weil ich meine, ne, wo diese Let's Play-Hütte hier ist, ist natürlich leicht nachzuvollziehen. Und einfach um mir meine Ruhestätte zu sichern, dadurch, dass wir sowieso schon so wenig Ressourcen haben, wäre es natürlich blöd, wenn jeder die Position kennt. Und das ganze Zeug hier, ganz ehrlich, eigentlich lohnt sich das gar nicht. Weil wir finden ja gar nichts. Ich meine, wenn wir jetzt hier Mesel hätten oder sowas, dann wäre es vielleicht doch lohnenswert, das zu protecten. Aber so, ganz ehrlich, haben wir nicht mehr was gefunden. Ach, 40 Hektar haben wir noch. Und schon wieder Marmor. Das erscheint wohl auch mit steigender Tiefe, mit fallender Tiefe, was auch immer besser passt, häufiger zu kommen. Aber wobei wir auch plus nur so eine kleine Schicht. Und die Schicht, die wir weiter umgefunden haben, war ja auch so 2 bis 3 Blöcke hoch, von daher. Vielleicht hat das doch gerade mal. Weil die 2 Schichten direkt hintereinander kamen. Ja. Schon wieder Eisen und Kupfer. Tja, das ganze Kupfer können wir natürlich benutzen, um dann vorzugsweise daraus Werkzeuge zu bauen. Statt jetzt hier dafür das gesamte Eisen zu verschwenden, weil Eisen. Sollten wir vielleicht für die Sachen aufheben, die wir dann wieder nur aus Eisen machen können. Ich gucke mal ganz kurz, haben wir Bronzebarren dabei? Nein, haben wir nicht. Dann würde ich jetzt trotzdem einfach mal die alle in den Ofen schmeißen. Zusammen mit 3x Zinn. Wir haben natürlich gar keinen Ofen. Den müssen wir uns auch erstmal eingenehmen. So, den packe ich jetzt einfach mal. Oh, ich habe ja kein Werkzeug mehr. Das ist jetzt blöd. Ich wollte gerade noch einschlagen in die Wand. Ach komm, ganz ehrlich. Bam, bam. So, du da rein. Du da rein. Easy. So, die Leitern gehen nach oben. Da. So, haben wir die Leitern auch gleich fertig. So, haben wir schon mal 6. Wir brauchen mindestens 8. Ach, warte einfach mal, bis das durchgelaufen ist. Tja, 10-mal Granit und mittlerweile fast 200-mal Marmor. Also Marmor war jetzt auf jeden Fall Home-Decor-technisch alles, was nicht mit Elektronik zu tun hat, haben wir auf jeden Fall schon mal. So, Möbeljahr und so ein Zeug sollte man mittlerweile echt gut machen können. Wir haben mehr Holz, kriegen wir ja sowieso die ganze Zeit oben. Und ja, Marmor haben wir auch. Heißt also auch die ganzen marmorbezogenen Sachen sollten wir machen können. Genau, Wanne. Was ist das denn hier? Fußboden? Ja, Fußboden. Für Fliesen. Also hier, für Bad. Elvau Wassermühle. Oh Gott. Toilette, Waschbecken.
Ah, so eine Dusche. So ein Duschdingsmonster. Duschtasse. Das ist ja gut, das ist ja ein komischer Name. 3x Zinn. Jetzt muss ich dafür nochmal so. Ist ja auch ein bisschen blöd, habe ich gerade gepennt. Haben wir irgendwas zum Verbrennen? Nee, ne? Ach komm, ganz ehrlich, wir haben so viel. Wir können. Also Kohle ist nun wirklich da, müssen wir jetzt nicht drauf achten. Sonst schmeiße ich das hier auch noch mit rein. Dann haben wir keine Verschwendung in dem Sinne. Also doch, haben wir immer noch, aber nicht so schlimm. So, ihr kommt bitte im Kreis. Ihr kommt da rein und dann, nanu. Zinnbarren, Kupferbarren, ist doch richtig. Momentchen mal. Oh, die Arbeit hier mit dem geänderten Rezept. Jetzt sind aber sauber. Das heißt, wir brauchen. Hä? Wo ist denn das überhaupt hin? Achso, im Crafting-Menü, klar. Da. Das heißt, wir haben 24, wir brauchen also 8x Zinn. Also noch 7x. Ne, noch 5x. Rechnen kann ich auch nicht mehr. Interessant. Ach komm. So. Ja. Und nochmal verschwenden. Yay. Ich möchte sterben. Habe ich irgendwas, was ich noch einschmelzen kann? Bevor ich mir selbst nicht mehr in die Augen schauen kann. Oh. Easy. Eisen können wir immer gebrauchen. So. Okay, das heißt, das kommt nach da. Gibt es irgendwas mit 3? Nein. Ach komm. Ach komm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt ihr noch da rein. Bam. Hä? Was? Kupfer und Zinn. Verstehe ich jetzt nicht. Was? Kupferbarren, Zinn. Hä? Ich hab doch dreimal Kupfer. Momentchen mal. Nee, so auch nicht. Bin ich jetzt bescheuert? Kupferbarren, Zinnbarren. Was haben wir? Kupferbarren, Zinnbarren. Ich bin gerade. Elying, was ist das denn? Oh, jetzt sagt mir nicht, dass wir da. Elying. Das Wort kenne ich gar nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Klar, ist ja eine Legierung. Da brauchen wir jetzt eine Legierung. Oh, was tue ich hier? Okay, ich muss sterben. Ja, dann hat sich das damit auch erledigt. Sehr schön, easy. Ich gehe da mal kurz heulen. Fuck my life. Okay, dann bleiben wir doch bei den guten alten Stahlwerkzeugen. Alles andere scheint hier doch nur eher so Demo-Version mäßig dabei zu sein, denke ich mal. Ja, naja, kommen wir wieder das ganze Kupfer benutzen für irgendwelche, weiß nicht. Wenn wir irgendwelche Sachen machen, wo wir halt Kupfer brauchen. Ich weiß nicht, für bestimmte technische Geräte braucht man ja auch jetzt Kupfer und Gold. Ne, für Kupferdrähte und vergoldete Kontakte kennt man ja, denke ich mal. Na komm, die 20 Leiter schmeißen wir noch auf den Kopf. Und dann. Ja, keine Ahnung, was wir dann machen. Weil wir müssen halt irgendwie an Meter rankommen. Ich habe absolut keinen Plan. Was bist du hier eigentlich? Neues Material. Lead. Was ist Lead? Alter, bin ich heute dumm? Ich kenne heute gar keine Wörter. Leadblock. Lead-Ohr, Lead-Schatten, Lead-In-Gott, ich bin auch ein Gott. Batterie? Was zur Hölle ist Lead? Das klingelt bei mir irgendwie, aber... Ich meine, das Einzige... Könnte das Sulfat... Nee. Wisst ihr was?
Was sind jetzt die Wörter? Also einmal Lied und einmal, was war das andere, wo ich gerade gestolpert bin? Nein. Was suche ich jetzt gerade da? Irgendwas hatte ich doch gerade auch noch, weiß nicht, wo ich nicht wusste, was das ist. Bin ich jetzt eigentlich dumm geworden oder was? Kein Bock mehr. Okay, wir gehen einfach noch. Nein, 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 nein. Was auch immer Lied ist, wir haben davon jetzt drei Stück. Vier Stück. Da ist noch mehr, egal. Lassen wir. Ich hoffe, wir werden es gebrauchen. Wenn nicht, so viel Platz nimmt es jetzt auch nicht weg. Scheint auf jeden Fall auch reichhaltig da zu sein. Sehr gut. Lied, Lied. Ich meine jetzt so aus dem, ne, wenn man jetzt so Wörter reimt, so Deutsch-Englisch, ist ja so die einfachste Art zu, ne, dann, wie gesagt, Sulfat, und das würde auch mit der Batterie hinkommen. Aber ich glaube mal, das wäre ein bisschen sehr einfach. Oh, wir haben noch 9 Leitern und kein Mese gefunden. Ein Träumchen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und nochmal 3 nach unten und dann haben wir es auch. Dann sind die Leitern leer. Und wir haben kein einziges Stück Mese gefunden. Ich krieg eine Krise. Oh, ich krieg eine Krise. Was zur Hölle ist geschehen? Autsch. Jetzt haben wir diesen riesigen Schacht gemacht und der komplett umsonst. Krabbelt einfach mal hier irgendwo in die Richtung. Vielleicht kommen wir hier irgendwo mal, ne? Zu einem sinnvollen Ort. Na gut, allzu weit in die Seite kramen geht aber auch nicht, weil wir haben kaum noch Fackeln. Und ich habe jetzt keinen Bock, hier extra noch Fackeln zu produzieren, dafür, dass wir eh nichts finden. Das wäre dann doch eher Verschwendung. Ah, Gold haben wir wieder. Sehr schön. Tja, dann muss ich mal mit dem Webdesigner ansprechen. Das geht ja mal gar nicht, ja. Mese! Oh mein Goodness! Ja, damit hat sich jetzt doch schon der gesamte Aufwand gelohnt. Gehen wir ein bisschen in die Breite. Das war's dann auch mit der Spitzhacke. Danke dafür. Gehen wir mal gleich in die Breite. Mese taucht ja ab und zu auch mal ein bisschen so als Klumpen auf, wo dann so mehrere kommen. Tut sie aber nicht, das heißt, das war's der eine. Einer ist immer besser als keiner. Also wir wissen zumindest, es gibt's Mese. Ja. What the f... Yeah! Okay, mit der Skybox sieht es jetzt ultra dumm aus. Aber ja, das ist eine sogenannte Mega-Höhle. Heilige Scheiße. Okay, großer Vorteil, hier gibt es genug Rohstoffe. Großer Nachteil, ich weiß jetzt schon, dass das Mese garantiert nicht dazu gehört. Einfach weil ich weiß, dass mich dieser Mapchen fickt. Er versucht meinen Willen zu brechen. Und ist dabei auch sehr erfolgreich, wie ich leider zugeben muss. Oh mein Gott. Ach so, scheiße, will ich gar nicht, wie wir gekramt. Moment, mal, wir richtig gekramt? Warte mal kurz. Oh, normalerweise krabbe ich eher in die und in die Richtung. Ja gut. Hauptsache, wir machen nicht selber kaputt hier. Und wir haben eine Mega-Höhle gefunden. Ist ja auch mal was. Stimmt, wir haben hier den V7-Map-Gen und gar nicht den Carpet-Map-Gen. Da gibt es auch diese Mega-Höhlen. Aber eigentlich gibt es ja doch erst ab minus 1000. Und wir sind garantiert nicht bei minus 1000, oder? Oh, schon wieder voll. Alter, ich habe mit... Alter, ich alles so voll, alles mit Müll zugemüllt, aber kein bisschen Mese. Das ist doch Käse. Ja, komm.
packe ich mal einfach mal hier alles irgendwo in eine kleine Packung. Pack der Dixonster, ja, wisst ihr schon? Thanks. Ich mache mal noch mal ein bisschen höher hier, damit wir auch mal gut zum Beispiel flüchten können, wenn da Monster kommen. Tja, wenn wir mal eine richtig schöne Höhle zum Erkunden haben, ist doch easy. Da würde ich die aber auf jeden Fall doch protecten, die Höhle. Sonst glaube ich mal, bis zur nächsten Aufnahme ist die Höhle leer. Obwohl, ganz ehrlich. Selbst wenn es so ist, ist ein Survival-Server. Dann habe ich halt Pech gehabt. Weil diese riesige Höhle protecten, die sind meistens über viele, viele Blöcke groß. Und ja. Ich sag mal so, dieses Video jetzt kommt sowieso erst in 3 Wochen raus. Bis dahin werde ich also viele Aufnahmen gemacht haben auf dem Server und diese Höhle ganz doll ausgeschlachtet haben. Von daher sollte das kein Problem sein. Das, was dann noch übrig ist, könnt ihr euch dann unter den Nagel reißen. Ich hoffe nur, dass wir ihn da auch wirklich Mäuse finden. Sonst verschwinden wir heute wieder den ganzen Tag und finden nichts, also nichts Brauchbares. Jetzt wäre ein bisschen traurig. So. Der Tunnelgang ist gemacht, dann können wir jetzt in die Höhle runtergehen und mal gucken, wo es das dahin treibt. Es sieht zwar ultra scheiße aus mit dieser Skybox, ganz ehrlich, ich werde... Fick die Henne! Alt, willst du mich... Was? Ja, als eigentlich wollte ich zuerst nur die Skybox hier deaktivieren. Danke. Jetzt sieht es nämlich auch wieder ein bisschen höher. Alter, jetzt sieht man, das Ding leuchtet ja richtig im Dunkeln. Leck mich am Arsch. Ah, oh, ist das geil. Oh, das ist schön, das ist schön. Oh, jetzt habe ich mich zu doll so gefreut. Sollte noch was trinken? Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal sowieso Pause. Ist da einfach eine fucking Neon-Katze? Ha, oh, das ist so geil. Gutchen, dann würde ich mal sagen, freuen wir uns schon auf die nächsten Folgen. Ciao mit V.